meine lieben Raubfischleser. In diesem Beitrag, das sind Zweiteiler, zeigen wir euch das Jahr in seinen Facetten. Kalter Winter, so wie jetzt. Wir haben ein bisschen Ostwind, es sind so ungefähr 4-5 Grad, noch richtig bläh. Wir warten auf den Frühling und dann der zweite Teil im Sommer. Wo finden wir unsere Raubfische? Vor allen Dingen Zander, Barsch und Hecht. In Bezug auf Baggerseen, Flüsse, wo müssen wir suchen? Welche Strukturen finden wir auch ohne Echolot? Wo haben wir unsere Hotspots? Aber ganz besonders wichtig, wie werde ich diese Hotspots angehen? Wir finden uns hier in einem großen Baggersee. Der Baggersee hat Zufluss zu einem der großen Flüsse. Habt ihr gesehen, diese Baggertätigkeiten, die machen das Wasser schmutzig, dreckig. Große Steine werden entsprechend gesiebt. Und dort, wo sich diese Steine zu großen Haufen ablagern, diese Stellen sollte man sich merken, weil der Saugbagger ist permanent in Bewegung. Wenn er ein komplettes Schiff voll beladen hat, dann fährt er, weiß ich was, einen halben Kilometer weiter, geht wieder vor Anker. Und dort, wo er gewesen ist, hat er einen riesengroßen Haufen dicker Wackersteine zurückgelassen. Und das sind die richtigen Barschberge, die sollte man sich merken. Und wenn man in der Lage ist und man kann mit einem GPS-System fischen, sollte man diese Punkte als absolute Hotspots eingeben. Die werden dann das ganze Jahr über optimale Angelstellen sein. Aber solche Saugbaggerstellen sind während der kalten Jahreszeit besonders interessant, um auch dort zu fischen. Denn das Wasser ist dort trübe, das lieben die Zander. Das Wasser ist aber auch durch seinen Trübheitsgrad immer ein paar Grad wärmer. Und im Winter kommt es genau darauf an, dass ihr diese Strukturen und diese Stellen findet, wo es immer 1 bis 2 Grad wärmer ist. Für uns macht 1 Grad nicht viel aus, aber für unsere Kaltblüter unten im Wasser ist 1 Grad schon so wie bei uns, Jacke an, Jacke außen. Also wenn ihr solche Baggerseen habt, absolut in der Nähe der Bagger fischen, denn da fangt ihr eure Fische garantiert. Genug erklärt. Jetzt geht's ans Fischefangen. Doch zuerst muss das Gerät montiert werden. Ruten raus, zusammenstecken, Schnur einfädeln und los geht's. Dietmar Isajasch fischt vertikal und bewegt sich mit Hilfe des Elektromotors fort. Im Winter eine effektive Methode, da der Köder so sehr ruhig angeboten werden kann. Wir sind jetzt hier an so einer Kante. Der Saugbagger ist im Hintergrund zu sehen. Hier stand er wohl vor ein paar Wochen. Und hier sieht man auch Fische am Gewässerboden liegen. Ein paar richtig gute Exemplare. Und das ist auch genau so ein Steinhaufen, von dem ich euch gerade erzählt habe, wo die Fische sich immer wieder aufhalten. Und meistens knallt es an so einer Ecke auf. Recht hat er. Nur wenig später zappelt schon der erste Stachelritter an seinem Haken. Man sieht direkt an diesen kleinen Kanten, wenn der Wind kommt. Ich sage ja immer Wind auf der Kant, Fisch in der Hand. Das ist der Spruch, den die Holländer immer sagen. Also dort, wo der Wind hinweht, dort steht auch der Fisch. Und gerade hier im Uferbereich, das ist so zwischen 8 und 9 Meter tief. Da haben die Bagger richtig volle Arbeit geleistet. Oh, da kommt er. Und kann man wunderbar erkennen, die Zander sind aktiv, denn dort ist das Wasser aufgewühlt. Die paar Grad Unterschied, schöner Fisch, die paar Grad Unterschied machen gerade im Winter was aus, dass ihr da auch die Fische fängt. Und denkt bitte dran, wenn ihr im Winter angelt, auch wenn es richtig kalt ist, ich habe auch eine Tropfnase schon, weil der Wind permanent mir ins Gesicht bläst, es sind nur 5 Grad. Und denkt bitte dran, da wo der Wind hingeht, ist immer eine sehr, sehr gute Ecke. Und wenn ihr dann auch noch dicht am Ufer ein paar schöne Löcher findet, da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Ruhig fischen, ab und zu ein bisschen zupfen, ob ihr jetzt vom Ufer aus mit dem Gummifisch wirft oder auch jetzt hier mit dem Boot vertikal oder mit Dropshot, das fängt garantiert Fisch. So, und hier stand der Saugbagger vor nur wenigen Tagen. Wenn ihr mal aufs Ufer schaut, wir sind auf Wurfentfernung, keine 20 Meter vom Rand entfernt und hier ist das Wasser schon 8, 9 Meter tief. Richtig tief, also man muss nicht unbedingt vom Boot aus angeln. Solche Ecken sollte man auch vom Ufer aus nicht vernachlässigen. Wenn man nämlich clever ist, dann schaut man mal auf das Wasser, dann sieht man solche Plastikbojen schwimmen. Denn am Ende dieser Plastikboje, da haben die Leute, die den Bagger vorher geparkt haben, auch noch eine Ankerboje liegen. Und so sieht das aus. Wenn ihr das gefunden habt, dann wisst ihr,
hier fängt es an, tief zu werden. Ihr müsst natürlich im Drill aufpassen, wenn ihr einen großen Fisch habt, dass ihr euch nicht in die Boje reinschwimmt. Aber das sind ideale Stellen für euch, da ihr vom Ufer kein Echolot habt, um solche Plätze ausfindig zu machen. Jetzt wird weiter gefischt. Schön langsam bewegt sich Dietmar über die Hotspots. Mit leichten Jig-Bewegungen verleiht er dem Köder Aktion. So, und dass wir an der richtigen Stelle sind, nämlich dort, wo Steine liegen. Und wo Steine liegen, da sind auch Muscheln. Na, der Stinger, der fängt hier öfter. Und genau das ist für mich immer ein Indiz, dass ich nicht weit von den Zandern entfernt bin. Dort halten sich Krebse auf, kleine Kaulbarsche, Gründlinge. Und da sind die Barsche und Zander hinterher. Wieder hatte der Raubfischexperte den richtigen Riecher. Wie der andere zuvor auch, sehr fahl in der Farbe. Das war eine Nummer größer natürlich. Stellenwechsel. Raus aus dem Baggersee, rein in den Fluss. Auch hier ist der Trübungsgrad des Wassers entscheidend. Aber nicht nur die Stillwasserangler sind im Winter gut beraten, im Trüben zu fischen, sondern auch die Flussangler. Allerdings sollte man im Fluss zweierlei Trübheitsgrade unterscheiden. Schmelzwasser ist eine Art und Weise, wie ein Gewässer, sprich ein Fluss, angetrübt wird. Schmelzwasser hat nur einen Nachteil. Wasser ist meistens etwas gräulich, daran kann man es erkennen, und es ist kalt. Und deswegen sind die besten Aussichten für Uferangler, aber auch für Leute, die mit dem Boot fischen, egal, nachdem das Hochwasser gewesen ist, also quasi wieder langsam sinkt, das sind die besten Aussichten, um bei einem Fluss, der Schmelzwassereinfluss hatte, zu fangen. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass es anfängt zu regnen, ein Fluss also quasi durch Regeneinwirkung steigt. Regenwasser macht den Fluss allerdings warm, Unterschied zum Schmelzwasser, plus Regenwasser macht es meistens auch nicht gräulich, trübt das Wasser, sondern eher bräunlich oder grünlich. Und in diesem Falle ist bei Regenwasser, wenn das Wasser entsprechend steigt, die besten Aussichten. Also Regenwasser, steigende Verhältnisse, ideal für alle Fischerei im Fluss. Schmelzwasser bei sinkendem Wasserstand wieder. Sollte man sich vielleicht hinter die Ohren schreiben, denn das bringt garantiert die richtigen Erfolge. Neben der Stellenwahl entscheidet vor allem der Einsatz der richtigen Köder über Fangerfolg oder Schneidertage. Worauf der Angler achten sollte, erklärt der Experte. Das kalte Wasser im Winter beeinflusst natürlich auch das Schwimmverhalten der Zander und der Beutefische. Also solche großen, dicken Wackeldinger, die fische ich am wenigsten. Was bei mir draufkommt, das sind V-Schwänze oder sowas mit Tentakeln, was weniger Aktion macht. Denn ihr müsst euch vorstellen, die Weißfische oder generell die Futterfische für den Zander schwimmen auch nicht wie wild jetzt durchs Wasser, sondern was sie machen ist ein kurzes Schwanzschlagen, ausgleiten, dann wieder ein leichter Schwanzschlag und ausgleiten. Und wenn wir das genauso schaffen mit unserer Köderführung, kurz anzupfen, hängen lassen, wieder langsam auf den Boden absetzen, beim Vertikalangeln oder beim Dropshot-Fischen. Wenn wir vom Ufer aus angeln, geht das mit diesen Ködern ebenfalls sehr, sehr gut, machen allerdings sehr wenige, aber die, die es machen, die fangen auch Fisch. Auch da wiederum anzupfen, Köder führt zu Boden, die Tentakeln, die gehen auf oder der V-Schwanz, der wippt kurz nach. Liegen lassen, 1, 2, 3, zapp, wieder anziehen, bumm, auf den Boden zurück, kurz liegen lassen, das ganze Ding zappelt kurz, wieder anziehen, reicht völlig aus. Im Winter heißt es, kalte Temperaturen und weniger Aktion fängt mehr. Grad, T-Shirt-Wetter. Es ist Sommer. Die Bedingungen haben sich drastisch geändert. Worauf es jetzt bei der Zandersuche ankommt und welche Köder eingesetzt werden, zeigt Dietmar Isajasch im zweiten Teil der Raubfischreportage.
Doch bevor es aufs Wasser geht, müssen die nötigen Vorbereitungen getroffen werden. Das Boot klar Schiff machen, Plane runter, Routen rein und ab ins Wasser damit. Sechs Monate liegen nun dazwischen, an dem einen Angeltag schweinekalt im Dezember. Jetzt sind wir im Sommer, neben den Ködern natürlich wichtigstes Accessoire, Sonnenmilch. Und na, wir haben Wassertemperaturen hier im krassen Gegensatz zum Winter. Wir liegen jetzt hier bei ungefähr 21 Grad, während wir im Winter gerade so um 3-4 Grad Wassertemperatur hatten. Eine völlig andere Angelei. Wir müssen den Fisch auch komplett woanders suchen. Wir haben hier einen großen See uns ausgeguckt, um für den Raubfischbeitrag jetzt diesen Sommerartikel abzudrehen. Große Seen, müsst ihr euch eins merken, die Zander rauben im Mittelwasser. Die sind sogenannte pelagische Räuber. Das kann sein, ihr fangt die Zander nur einen Meter unter der Oberfläche, obwohl das Wasser 20 oder 25 Meter tief ist. So, und darum dreht es sich heute. Also eine Stelle finden, wo die Zander, die eigentlich am Boden liegen, sich mehr und mehr ins Mittelwasser bewegen, um dort dann Beute zu machen. Im Sommer ist das ganz entscheidend. Ihr müsst euch vorstellen, das Wasser ist warm. Es ist für die Zander angenehm, größere Strecken zurückzulegen. Es wurden wissenschaftliche Erkenntnisse erzielt beim Zander, dass er teilweise bis zu 5 Kilometer am Tag im Sommer zurücklegt. Im Winter hingegen ist natürlich sehr, sehr platzbezogen. Das heißt, sobald ihr dort ein Loch gefunden habt, eine Kante, und dort halten sich Zander auf, dann bleiben sie dann auch. Und wenn ihr so eine Stelle gefunden habt, das habe ich euch natürlich im Winterbeitrag gezeigt, an was ihr euch orientieren müsst, dann fangt ihr eure Zander. Im Sommer hingegen haben die Kanten wenig Sinn. Ganz entscheidend sind dort dann die Plateaus. Also ihr müsst euch eigentlich eine relativ strukturarme Fläche suchen. Wichtig ist dabei eine Fläche, also nur ein kleines Stückchen hat wenig Sinn. Ich halte meistens an großen Gewässern, so wie in diesem Fall hier, Ausschau nach Plateaus, die so Größe eines Fußballfeldes haben. Wo das Wasser vielleicht links und rechts so auf 8 oder 10 oder 15 Meter abfällt, aber das Plateau so 6 bis 7 Meter tief ist, vielleicht auch ein oder zwei Meter flacher natürlich. Und dann versuche ich dort mit den Wobblern zwei oder drei Wassertiefen abzudecken. Einer läuft ganz flach unter der Oberfläche, gerade mal einen halben Meter tief. Ein anderer läuft im Mittelwasser und einer dicht über dem Boden. Und genau in der Tiefe, wo dann nachher die Zander beißen, das schalte ich dann nachher den Wobbler entsprechend um. Warum fische ich mit einem Wobbler im Sommer und nicht so häufig mit einem Gummifisch? Aus dem einfachen Grund, die Zander sind weit verstreut. Sie jagen zwar auch in Gruppen, aber sind weit verstreut. Und eben viel Wasserfläche abzudecken, heißt ganz einfach, mit dem Wobbler zu schleppen. Es kann allerdings sein, dass an bestimmten Tagen ihr eine Ecke gefunden habt, wo sehr, sehr viele Einschläge kommen, ihr also auf den Wobbler sehr viele Zander fangt, und dann könnt ihr auch mit dem Gummifisch wunderbar die Zander auswerfen. Also im Gegensatz zu den typischen Hechtwobblern, die eher hochrückig sind, so wie diese Modelle hier, die Crane, einer meiner Lieblingsköder, um Hechte zu fischen, flankt sehr, sehr schön, oder zum Beispiel der Big Jim hat die gleiche Eigenschaft, oder hier der Hitcher, ein ebenfalls hochrückiger Wobbler, die sehr flankierend durchs Wasser gehen. Zander mögen dieses nicht unbedingt. Sicherlich werdet ihr sicherlich auf so einen Köder mal einen Zander fangen, aber für die Zander sind eher lange, schlanke Wobbler angesagt. In diesem Falle hier Rapala Husky Jerk oder der Slickstick von Fox Rage, den ich gemacht habe. Diese Köder haben auch eine eher rollende Aktion. Also die schlagen nicht weit aus oder fangen an hin und her zu kanteln, also sich so zu bewegen wie ein Flenker, sondern rollen mehr. Und das mag der Zander. Vor allen Dingen könnt ihr damit auch Tempo machen. Es ist ganz entscheidend, gerade wenn der Fisch schlechter beißt, denken viele Angler, man muss den Köder etwas ruhiger anbieten. Ganz im Gegenteil, man sollte den Köder etwas zügiger anbieten, denn dann reizt man die Zander und man provoziert auf diese Weise noch ein paar schöne Anbisse. Bevor es ans Fischen geht, muss der Experte noch einiges vorbereiten. Routen auspacken, alles montieren, Köder auswählen. Einhängen und Bleigewicht nicht vergessen. So, und das machen nur ganz, ganz wenige. Ein Bleigewicht, etwa 1,50 Meter vor dem Köder anbringen. Dieses Blei hat gleich mehrere Funktionen. Punkt 1 ist im Sommer die sogenannte Krautperle. Also hier sammelt sich das Kraut, was man beim Schleppangeln natürlich fängt. Dementsprechend bleibt der Köder immer krautfrei und fängt seine Fische. Zum Zweiten bringt
dieses Bleigewicht noch Ruhe in den Köder laufen. Das heißt also, selbst ein etwas aktiverer Köder wird gezwungen, noch ruhiger zu laufen. Und man bringt auch selbst einen Köder, der normalerweise vielleicht 2 Meter, 2,50 Meter tief taucht, noch in 2,5 Meter tiefer runter als normal. Jetzt bringt Dietmar die Ruten ins Wasser. Auswerfen, in den Rutenhalter stecken und ab geht die Fahrt. Doch wer denkt, dass es damit getan ist, liegt falsch. Der Angler muss vieles beachten, um erfolgreich zu fischen. So, die Geschwindigkeit, mit dem ich die Wirbler hinterm Boot ziehe, sind ungefähr 4 Stundenkilometer. Die Temperatur des Wassers ist recht hoch, also der Fisch ist ziemlich aktiv. Also sollte das auch genau die richtige Geschwindigkeit sein. Die Entfernung des Köders liegt zwischen 25 und 30 Meter hinterm Boot. Dann laufen sie in der entsprechenden Tiefe. Dietmar beweist, wer die richtige Geschwindigkeit wählt und die Köder in korrekten Abstand hinterm Boot fischt, wird schnell zum Erfolg kommen. Ganz wichtig, wenn ihr schleppt, dass ihr grundsätzlich auf schwimmende Wobbler zurückgreift. Gerade wenn ihr mit 2 Ruten arbeitet und auch eventuell alleine im Boot sitzt oder wenn ihr mit 4 Ruten zu zweit fischt, dass ihr die Wobbler nehmt, die schwimmend sind, weil dann könnt ihr nämlich die andere Rute ganz einfach unberücksichtigt hängen lassen, während ihr einen Fisch randrillt. Gerade im Sommer solltet ihr versuchen, früh am Wasser zu sein, denn der frühe Vogel fängt nicht den Wurm, sondern fängt den Zander. Und wir haben jetzt gerade 7 Uhr und keine 500 Meter geschleppt, schon der erste Biss. Merkt euch bitte eins, wenn das Wasser nicht zu klar ist, also ihr habt jetzt nicht gerade unbedingt einen See mitten im Sauerland, wo ihr 10 Meter reingucken könnt, sondern habt ein Gewässer, was auch ein wenig durch Blaualgen einen grünen Schimmer hat, also angetrübt ist, dann sind grelle Farben angesagt. Also grelle Farben im Sommer, wenn es richtig blüht, das Wasser, ist optimal. Zander mögen das. Und tschüss. Nach dem Fang wird die Rute erneut ausgebracht und der Kurs wieder aufgenommen. Dietmar Isajasch hat sein Echolot dafür immer im Blick. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich immer mit dieser Perle oder mit dem Bleischrot vorne fische. Das fängt das Kraut, das sich irgendwie beim Schleppangeln in der Schnur verfängt, bleibt oben hängen. Und ihr könnt sehen, dass die ganze Geschichte hier krautfrei ist. Und der Wobbler kann immer noch Fische fangen. Das macht er auch. Wenig später schnappt sich erneut ein Stachelritter den Wobbler. So, auf so einem Plateau, da lauern die in Schulen. Ihr seht doch fast immer die gleiche Größe. Man kann auch Glück haben, dass sie auch entsprechend größere Formate antrifft. Aber heute sind es diese schönen Portionsfische. So, mal schauen, was die auf dem Gummi heute sagen werden. So, erstmal das Boot in Position bringen. Anders als im Winter, wo ich eben vertikal fische, versuche mich auf einer Stelle zu halten, ganz, ganz kurze Driften eben machen, wieder zurückfahren, die gleiche Stelle nochmal absuchen. Sieht im Sommer ganz anders aus. Das heißt, der Fisch ist weit verstreut. Ich habe eine gute Ecke gefunden, ein Plateau, ungefähr 300 Meter lang. Ich habe jetzt auf dem Wobbler ein paar Bisse bekommen, auch ein paar Zander gefangen. Jetzt versuche ich sie mit dem Gummi zu erwischen. Da fische ich allerdings diagonal oder Longline Jigging. Das heißt also, der Köder ist sehr, sehr weit hinterm Boot. Ich fische auch mit einem leichten Bleikopf, nur 10, 15 Gramm. Maximal bei einer Wassertiefe von 4-5 Metern, was wir momentan hier haben, das reicht völlig aus. Weit hinterm Boot schmeißen, Bügel zumachen und dann mit großen Sprüngen, also mit langem Ziehen der Rute, dem Köder die Möglichkeit geben, sich weit vom Boden zu entfernen, die Rute dann halten und dann langsam wieder zurückgehen. Das heißt also, der Köder macht große Zickzackbewegungen mit einem sehr, sehr steilen Winkel und darauf kommt es im Endeffekt an. Und immer dann, wenn man zurückgeht mit der Rute, um den Boden wieder neu zu fühlen, bumm, kommt in den meisten Fällen auch der Anbiss. Wer keinen Elektromotor hat, um das Boot ein kleines bisschen in den Wellen zu steuern, also am liebsten nehme ich die Drift mit den Wellen mit, der kann auch einen Driftsack nehmen und die sehen so aus.
So, das ist hier ein sehr gutes Modell, 42 Inch, also eine große Ausführung, die vor allen Dingen für Boote von einer Länge von 4,5 bis 5,5 Meter ideal sich eignen. Wenn einer ein Ruderboot hat, das etwas kleiner ist, dann reicht auch ein 36 Inch Ausführung. Der Experte fischt konzentriert und wirft den Köder immer wieder in die Abdrift. Auf dem Echolot entdeckt er einen neuen Zanderschwarm. Jetzt muss es doch beißen. So, der Köder ist draußen. Ich lasse mich ja nur mit dem Wind driften. Und nur zur leichten Korrektur nehme ich den E-Motor, damit ich auch wirklich volle Angriffsfläche mit dem Boot zeige und auch Fische fange. Und dass das genau das richtige Plateau war, habt ihr wieder sehen können. Eine Größe der Zander. Den Stinger gepackt. Beim Wobbler ist eben der große Vorteil, dass man da zwei Drillinge dran hat. Und bei dieser Rupftechnik des aggressiven Fischens, da muss man eigentlich ob Sommer oder Winter immer mit einem Stinger fischen, sonst gibt es da zu viel Fehlbiss. So, der Wind wird stärker. Es war ein schöner Vormittag im Sommer auf Zander zu fischen. Und jetzt kommen die ganzen Wassersportler, die Segler. Wird langsam ungemütlich. Ich fahre nach Hause und ruhe mich ein bisschen aus und gucke Fußball.